Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir brauchen jetzt einen Store. Ah, nice, der ist so nett. Und schreibt uns den hier auf. Und da vorne ist der ja. Also hier. Dann können wir einmal all unsere Sachen nochmal reparieren. Den ganzen Kram, den wir haben, verkaufen. Und jetzt mal schauen, was können wir verkaufen. So, den hier auf jeden Fall. Ja. Können wir den Dolch verkaufen, ein Gold. Hat sich voll gelohnt. So, den Flame können wir verkaufen, 11 Gold. Den Crystal auf jeden Fall auch. 862, das geht auf jeden Fall klar. Dann müssen wir gleich alles mal reparieren lassen. Hier den Bracelet von der Frau noch 1031 im Angebot. So. Und den Tor. 93 Gold. Immerhin. So. Sonst haben wir noch den Amulett, aber sonst nichts mehr. So, hier, der braucht nicht, nice. Was ist damit? Ja, den reparieren wir mal. Dann noch ein Block hinzufügen. Das hier braucht nicht, nice. Und das auch nicht. So, was damit? Der muss repariert werden, okay. So, was ist damit? Der muss auf jeden Fall auf. So, der. Okay, braucht nicht. Hier. Der muss. Wir müssen uns jetzt vorbereiten, weil wir irgendwie hier zum letzten Dungeon müssen, zum Kaiserpalast. Achso, der ist voll. Gehen wir mal zu einem anderen. Den haben wir ja schon markiert. Und dann suchen wir mal hier Necrom den nächsten. Wo könnte er wohl sein? Ui, war kurz hängen geblieben. Vielleicht hier im Süden irgendwo. Oder? Ja, irgendwo hier müsste doch einer sein. Ich habe auf jeden Fall noch eine Taverne. So. Ja, wo ist denn jetzt der nächste Equipment Store? Jetzt sind wir ganz schön weit im Süden. Dann fragen wir mal hier jemanden. Wenn wir hier mal einen sehen. So, da haben wir einen. Du, sag mal, wo ist denn hier der nächste Store? Southwest. Gut, wir gucken schon mal in die richtige Richtung. So, dann fragen wir mal den Typen hier. Der weiß bestimmt, wo der nächste Laden ist. So, nearest Store. Go so far away. Okay. Süden. Müssen wir jetzt aber ganz schön weite Wege nehmen. Hier irgendwo vielleicht? Gute Dame, sag mir mal bitte, wo der nächste Store ist. Ah, nice. Die schreibt mir das auf. Und es ist hinter mir irgendwo. Okay. Hier, ja, hier kommen wir vorbei. Und hier haben wir es. Dann können wir hier den ganzen Rest zum Reparieren da lassen. So. Hier Repair, genau. Wo waren wir hier stehen geblieben? Hier wahrscheinlich. Ja, ja, den bitte einmal reparieren. Noch was. Dann hier. So.
Und dich. Und was haben wir noch? Hier Shielding. Und hier, der hier? Muss nicht. Nice. Was ist damit? Auch nicht. Perfekt. Und der Ebony Talk? Auch nicht. Sonst müssen wir noch irgendwas haben, oder? Der Amulett. Nein. Na, das war's. Gut, hier brauchen wir nichts mehr. Dann würde ich sagen, suchen wir dann jetzt mal die Magiergilde. Dass wir die Heiltränke nochmal voll machen. Du, sag mal, wo ist die Magiergilde? Hier. Norbert, okay. Morden war da. So, da kann ich jetzt eben nochmal einen Schluck von meinem Kaffee trinken. Oh, ist übelst heiß. Okay, wo sind die Leute, damit ich die fragen kann, wo die... Da sind sie. Da gibt's Leute. Du, sag mal, Magiergilde, wo ist denn die? Immer noch nach Norden, okay. Ist aber ganz schön weit im Norden. Kann ich vielleicht von hier aus erkennen? Vielleicht ist es das hier. Weiß ich nicht. Der große Klotz hier ist er wahrscheinlich nicht. Ah, hier haben wir sie. Und hier ist bestimmt der Eingang. Ja, hier, perfekt. Dann gehen wir hier mal rein. Von innen sieht er nicht so aus wie von außen. Muss ich schon ehrlich sagen. Da haben wir den Magier. Aber warte, erstmal schauen, wie viel brauchen wir von allem. So. Wir haben Stamina 29, da brauchen wir einen. Hier brauchen wir 79. Hiervon 3. Hiervon 11. Und hiervon 12. Wir fangen erstmal mit Stamina und Health an. Wir müssen uns das so oder so gleich nochmal anschauen. Stamina war jetzt einer, glaube ich, hier. Jo. Und Health war 79. Auf Healing, genau. Oder gibt es hier Heal True irgendwo? Hier, Heal True. Aber es ist sehr, sehr teuer. Dann machen wir lieber Healing. 7, 9. So. 3950 kostet das. Ach, okay. Ich hoffe, wir haben jetzt alles hier richtig. 30, 200. Dann 3. Dann 11. Und dann 12. Feier 3. Potion. Resist Fire. Hier war es 3, genau. Ja. Und hier Resist Shock. Brauchen wir 11. Und hier Resist. Ne, nicht Resist. Hier Invisibility. Brauchen wir 12. 3000, ja. Was ich aber jetzt auch noch am überlegen bin, hier nochmal Cure Disease zum Beispiel zu kaufen. Dass wir sagen 10 Stück. So, kostet 1000. Dann haben wir das. Und dann können wir hier wieder gehen. Dann sind wir erstmal gut gerüstet.
Ich glaube, was das Endgame gleich angeht, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu looten oder so. Jetzt brauchen wir aber eine Taverne. Irgendwo war hier doch eine in der Nähe. Ja, da oben im Norden. Hier, da haben wir eine. Dann gehen wir hier mal rein, pennen 10 Tage durch. So. So, und was sagt er? Get a room. So, Single, genau. 10 Tage wollen wir. Ja, hier die 100 Gold kannst du haben. So, wir haben 9.38 Uhr am Morgen. Okay, das passt. Dann sagen wir hier 240 Stunden. Von Riazin Mane immer noch keine Antwort. Wo geht's nun mal hier raus? Hier. Nee, den wollte ich nichts fragen. So, genau, hier direkt im Süden haben wir den ersten Laden. Dann holen wir unsere Sachen hier ab. Der müsste auch schon mittlerweile soweit sein. So, Repair. Status. Wie weit bist du damit? Nice. Dann heißt das, er ist mit allem fertig. Dann müssen wir jetzt den anderen Laden nochmal suchen. So, wo war denn der? Im Süden irgendwo. Ah, das ist aber ganz schön weit südlich. Ja, mal schauen, wie lange wir brauchen, um den wiederzufinden. Einmal kommen wir hier vorbei. Sind wir noch davon entfernt? Noch ein gutes Stück. Aber wir sind schon bei dem da am Platz. So, wie weit noch? Hier, glaube ich, irgendwo müsste der sein, oder? Ja, noch ein bisschen geradeaus. Und dann auf der rechten Seite haben wir den. Da haben wir den Laden. So. Ja. Status, wie weit bist du? Danke. Ja. Haben wir jetzt alles? Setzen wir uns alles noch mal auf. Den hier, das hier, das. So, Reaction, Crystal of Paralyzation. So, den, den. Hier haben wir alles voll. Alles, was wir brauchen, haben wir hier. Level 21 sogar. Dann würde ich sagen, hier machen wir ein kleines Safe Game auf die 1. Und dann, vielleicht müssen wir selber hierhin reisen. The Imperial City in the Imperial Province is the date is Sundas 20th of mid-year in the year 3. Ära 395. Based on the current weather, it will take 36 days to travel here. The total distance is 1880 kilometers.
You should arrive by Loredas 26th of Sun's Hate in the year 3. Ära 395. So, dann wollen wir es jetzt mal riskieren. Gespeichert haben wir es. Dann reisen wir dahin. You have arrived in Imperial City. The date is Loredas 26th of Sun's Hate in the year 3. Ära 395. It took 36 days to reach your goal. You enter the Imperial City, the heart of Tamriel and the seat of power for this majesty. The Emperor Uriel Septin, den siebten hier, obwohl es eigentlich der vierte ist. So. Wie sieht das hier von der Karte aus? Die Kaiserstadt. Wir sind auf jeden Fall in der Kaiserstadt. Und es sieht hier sehr interessant aus, muss ich ehrlich sagen. Relativ klein. Aber überschaubar auf jeden Fall. Ich bin am Überlegen, mich hier erstmal alles anzugucken. Wie werde ich hier nicht attackiert, wie ich vermutet hatte? Ich hatte vermutet gehabt, dass die Stadt an sich ein eigenes Dungeon ist. Spät haben wir es. 5.08 Uhr am Abend. Ich bin am Überlegen, hier erstmal alles zu erkunden. Komm, wir fragen den mal, was hat der hier alles? So, in wie viele ins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dann Tempels hat er 4. Equipment Store. Okay, hier hat er schon ein bisschen mehr. Komm. Mages. Komm, Palace. Wir fragen Palace. We'll find that south of here. Oder. Ja, okay. Hier können wir so an sich nicht warten. Vielleicht müssen wir auch einfach nur eine Attacke von Dragafan abwarten. Ich weiß es nicht. Und hier war doch irgendwo gerade eine Taverne, oder nicht? War hier nicht gerade eine Taverne? Ne, so ein Laden. Ich guck jetzt, da war eine Taverne. Dann gehen wir mal hier rein. Pennen vielleicht noch mal ein paar Stündchen. Get a room. Single. Jo, eine Nacht, genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir pennen hier vielleicht. Sagen wir mal 6 Stunden erstmal. Gehen dann mal raus und schauen. Vielleicht muss da wirklich was von Dragafan getriggert werden. Wir sind hier jetzt nachts da. Komm, wo sind die Monster? Wo ist Dragathan? Kommt hier jetzt endlich mal was? Ich will angegriffen werden. Von denen markieren wir uns, dass wir vielleicht hier sofort direkt wieder zurückkommen können. Howling Cup. Ich will eine Vision von Dragathan bekommen. Oder von Rhea Silmane. Obwohl, von der kriegen wir gerade nichts. Warum auch immer. Komm, irgendwas muss jetzt doch passieren hier. Oh, da ist die Stadtmauer. Jo, da ist ein roter Stern. Genau da. Genau da. Hier. Ja, jetzt kommt was. I congratulate you on your success. Have you discovered, however, what I have known all along? The staff is drained of all magical potential. I did it myself before scattering the pieces across the realm. It is a useless stick, good for churning butter or rowing a boat, but not for saving the Emperor. Come find me if you dare.
and I will relieve you of any further burdens you may think to face. My legions await. Okay, wer greift an? Da war jemand. So. Ah, der hat nichts. Aber wir haben es jetzt so getriggert. Er hat uns gesagt, wohin. So. Wir gehen da mal rein. Wieder zurück. So. Dann können wir hier... Warte. Wie spät haben wir es? 11 Uhr in der Nacht. Dann würde ich sagen, wir campen hier jetzt für eine Weile. Sagen wir mal... von 10 Stunden. 10 Stunden klingt gut. Dann haben wir jetzt 9.47 Uhr. Und Gesundheit ist wieder voll. So. Und ich vermute, wir müssen hier rein. Oder? Mal schauen, ist hier vielleicht eine neue neue Dungeon? Anscheinend nicht. Ich denke, wir müssen in den Palast hier im Süden. Ah, okay. Das ist der kaiserliche Palast. Ich würde sagen, hier machen wir noch mal ein Safe Game. Ich mache noch mal ein ganz kurzes Päuschen und dann gehen wir gleich nach der Pause rein. Für euch wird das nur ein kleiner kurzer Cut sein, aber für mich, ich mache ein kleines kurzes Päuschen und dann bin ich sofort wieder da. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Dann wollen wir da jetzt mal rein. Also, ich muss hier anklicken. I have watched as you blundered your way to this place. At one time, I even considered approaching you with an offer to ease my imperial guards. But it is plain that you are not worthy of such a position. Be not fooled by what you would call success in your journey across the empire. For you have never faced a being as powerful as I. Your death shall be slow and torturous. A suffering that shall span the millennium. Come, I await you in the dungeons below. Okay. So, das ist jetzt... Oh! Hier wird ja direkt alles angezeigt. Das ist ja interessant. Jagathan... Oh! Wir werden direkt angegriffen. Ui, 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 ui. Schnell das und das. Und dann noch Resist Fire. So. Da sind auch nochmal zwei. The Main Hall. Alter, wie viele greifen mich hier an? Alter. Direkt hier alle auf mich. Und nochmal Shielding. Alter, wie viele, wo ist... Ich höre hier noch mehr. Wo sind sie denn alle? Alter. Was geht denn hier ab? Boah, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass hier sofort die Hölle losbricht. So, nochmal Shielding. Oh. So, erstmal schauen, wo wollen wir hin? Hier scheint der Eingang zu sein, aber sehr viele Räume. Hier scheint aber ein schneller Durchgang zu sein. Ich hoffe, wir schaffen es von da aus. Dahin. Müsste hier dann irgendwo eine Tür sein. Nice. Oh, nein! Direkt eine Medusa. Free Action. Immer noch nicht. Free Action. Alter.
Okay, das ist jetzt krass. Ein Bracelet nehmen wir mit. So, dann nochmal hier. Ne? Den hier. Shielding. Dass hier direkt eine Medusa auftaucht. The Imperial Guard Sleeping Quarters. Ah, und hier ist eine geheime Tür. Das ist eine geheime Tür. Ja, ich habe schon erwartet, dass hier irgendwer auf uns wartet. So, dann gehen wir mal hier. Ah, es geht nach unten. Und direkt ein Vampir. Ich bin diseased, natürlich. Sobald wir den besiegt haben, machen wir ein Safe Game auf 2 gleich. Yo. Nochmal Heal True und Shielding. Alter, hier geht's direkt ab. Komm, komm, jetzt geh endlich drauf. So. Hier können wir jetzt ein Safe Game auf die 2 machen. Dann haben wir für den Fall, dass wir drauf gehen, hierhin zurückkommen. So, wie sieht's hier aus? Hier muss ich jetzt selber erkunden. Okay. Dann ist die Frage, wo gehen wir lang? Ich würde sagen, vielleicht eher da lang. Wo ist denn der? Da hinten. Natürlich. So, jetzt schnell das und nochmal das. Okay. Und da sind schon die nächsten Geister. Und, oh ne, 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 wieder ein Vampir. So. Ja. Ich glaube, wir wechseln vielleicht mal hier drauf. Und nochmal hier drauf. Dass wir nicht zu viel von unseren Heal True Bracers da ausgeben. Wenn der mal auch vernünftig hier heilen würde. Komm, geh doch endlich drauf. So, jetzt haben wir den. So, nochmal das. Und noch einmal. Und bitte nicht nochmal regenerieren. Bitte nicht nochmal regenerieren. Ich hätte da eine Idee, dass ich mal nach den Maps google. Weil das ist ja eh Endlevel. Dann machen wir das auch ein bisschen länger heute. Und dann gehen wir direkt los zu Jagger fahren. So. Wir sind sogar schon direkt an einer der Türen, wo wir hin müssen. Nämlich diese hier. Und hier geht's weiter runter. Und hier müssten wir gleich irgendwie in Richtung Süden. Aua. Boah, spawnt er direkt vor mir. Komm. Ja, genau, mach mich kaputt. Nochmal hier und nochmal so und noch einmal und noch einmal und jetzt nochmal Spielding. So, den haben wir. Der hat nichts. Ich habe so das Gefühl, hier ist noch irgendwo einer. So. Ist das schon der richtige Weg hier? Ja, ich meine schon. Beziehungsweise, ich mache noch mal die Map hier auf, so neben mir. Und ja, wir sind hier definitiv richtig. So, immer weiter geradeaus. Und wo irgendwo, oh, da ist ein Licht. Komm. Ja, noch mal Shielding und hier, Healing und Resist Shock. Vielleicht auch noch hier Cure Disease.
Jo, mein Shielding nimmt die komplett auseinander. Nochmal das, vielleicht auch den hier wieder. Ja, natürlich. Die hält alles aus. Nochmal Shielding und nochmal Heal True. So, jetzt wieder Shielding und Healing und nochmal so. Dann müssen wir hier gleich bis zum Ende des Ganges und dann hier dran vorbei. So. Ist das hier jetzt richtig, wo ich bin? Hier sind wir definitiv richtig. So. Und dann hier durch. Und da haben wir schon mal wieder den Eisengolem. Komm, einfach drauf gehen. Okay, den haben wir locker weggesteckt. So, dann müssen wir... Warte, ich muss nochmal auf die Map gucken. Wo sind wir? Ah, okay, das ist schon der richtige Weg. Und dann sind wir jetzt schon in der vierten Ebene. Und hier gibt es nur einen Weg. Und das heißt einmal quasi... Hier machen wir aber nochmal ein Safe Game. Für den Fall, dass wir drauf gehen sollten. Auf die 3. Und uns hier nach Norden auf den Weg machen. Hier rum. Durch diese Tür wahrscheinlich. Ja, durch diese Tür. So. Und noch ein Licht. Oh, zwei Lichts! Alter, nein! Ganze zwei Lichts? Wie soll ich das denn bitte auch durchhalten, ja? So, nochmal. Ne, das und Resist Shock. Okay, das heißt, wir überleben. Uiu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 i. Nochmal das und das. Alter. Okay, wenigstens die Schock kann uns nichts anhaben gerade. Nochmal das und das. Kann ich vielleicht das hier machen? Heal True nochmal und nochmal Shielding. Alter. Zwei Lichts. Okay, die haben wir. Und jetzt die hier. Nein, 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 nein. Nochmal so. Und nochmal so. Und nochmal das. So. Alter. Shielding und Heal of True. Gegen zwei Lichts. Eieiei. Und das müssen wir schaffen. Die. Komm. Ui, mein Leben ist wieder am Ende. So. Schnell Save Game. Nochmal auf die 3. Und ich höre hier irgendwo noch eine. So. Laut der Map müssen wir hier noch weiter nach Norden. Und ich hoffe, wir laufen jetzt... Ah, nein, weg. Nicht zu viele Lichts. Nicht zu viele Lichts. Oh, Alter, wie viele sind denn hier? Schnell, hier. Heal True. Nochmal Heal True. Nochmal... Shielding. Und... So, nochmal hier schauen. Wo sind wir angekommen? Wir sind zu weit. Hier müssen wir schon längst nach Süden durch so eine Tür. Und wir gehen nochmal hier drauf und nochmal da drauf. So. Alter, nein, 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 nein. Schnell.
Alter, wie viele? Wie soll man gegen so viele Lichts ankommen? So, wie weit sind wir? Sind wir hier richtig? So, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, wir sind hier richtig. Ah. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht noch ein Licht. Hier sind wir definitiv richtig. Before you stands a great steel door is surface is head. Was? Hier machen wir nochmal ein Save Game auf die 4 vielleicht. Und noch einmal Heal True. Healing. Ich sehe da schon Lava. So, Invisible vielleicht. Und Resist Shock vielleicht. Und ja, ich sehe hier, hier ist definitiv sehr viel Lava auf der Map. Also machen wir das. Noch mehr Lichts. Da haben wir Jagathan. Ich bin poisoned. Was ist jetzt Fehler? Hier ist irgendwo wieder ein Licht in der Nähe. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hin müssen. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier. Und schaue nochmal auf der Map. Wo müsste es denn sein? Eigentlich bei Jagathan hier irgendwo. Geht das auch? Hier müsste irgendwo... Aua! Jagger, bitte nicht! Hier haben wir einen Schlüssel. Jetzt nochmal das. Oh. Nein, nicht meine Bracers! So, Shielding, immerhin das. Und dann hier und hier. Hoppla. So. Das ist Jagger. Das soll er sein. Yo. Der haut aber ordentlich drauf. Zum Glück haben wir genug Heiltränke. Ja, hau drauf, genau. An ihm komme ich jetzt, glaube ich, nicht vorbei, ja? Vielleicht nochmal Shielding. Das funktioniert noch, immerhin. So. Nochmal Healing. Und noch einmal. So, kann ich den überhaupt treffen? Ich komme an ihm auf jeden Fall jetzt gerade nicht vorbei. So, nochmal Shielding und... Nochmal das. So. Komm, geh doch einfach mal drauf, ja? Jagger? Kann ich ihn überhaupt töten? Anscheinend nicht wirklich. Ich komme aber gerade an ihm nicht mehr vorbei. An ihm komme ich hier gar nicht vorbei. Was soll ich jetzt machen? Ich komme nicht mehr an ihn vorbei. Ich muss ihn bekämpfen. Auch wenn ich jetzt vielleicht drauf gehe. So. Kann ich vielleicht invisible machen? Ne, der sieht mich. Ich habe jetzt nicht vor, dass wir hier jetzt drauf gehen. Komm. So, nochmal Healing, 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 ja, wieder, gleich habe ich keine Tränke mehr, ich sehe schon kommen, aber das waren so viele Lichts vorhin, ey, komm. So, Shielding. So. Alter, wie
Wie lange soll das jetzt hier dauern? So, nochmal Healing. Gleich habe ich gar keine Tränke mehr, wirklich. So, nochmal. So. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt mit ihm dauern soll. Wirklich keine Ahnung. Der scheint aber ordentlich was auszuhalten. Und jetzt holt er noch mal raus. So, ich wünschte, ich könnte an ihm hier einfach vorbei. So, habe ich... Ja, ich bin wieder an der richtigen Taste. So, ich möchte an ihm vorbei. Vielleicht Shift J? Funktioniert auch nicht. Kann man ihm jetzt gerade gar nicht vorbei. Ich habe keine andere Wahl, als ihn jetzt zu bekämpfen. Und die Frage ist, würde das tatsächlich sogar auch von Erfolg gekrönt werden, ihn zu bekämpfen? Kann ich ihn überhaupt bekämpfen? So, kann ich vielleicht hier oben drauf so springen? Hä? Bin ich hier da oben jetzt? Ja. Ui! Schnell, 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 bevor ich drauf gehe. So. Die Heiltränke sind absoluter Bullshit hier. Kann ich so an ihm drüber vorbei? Nein. Ich komme so nicht an ihm vorbei. Ui, das war jetzt ganz knapp. Nochmal Shielding. Und so, ich will an ihm vorbei. Lass mich an ihm vorbei. Ja, Jagger, lass mich vorbei. Ansonsten, komm, lassen wir uns mal töten. Komm, töte mich. Dann laden wir nochmal neu. Ja. Ja. Dann Safe Game 4 hatten wir das. Und hier jetzt nochmal das. So das. Und Invisible machen wir. Die können mich trotzdem sehen. So. Da haben wir das, das, das. So, Jagger ist wahrscheinlich wieder am Hauen. Ja. Genau, hau mich. Genau. So. Und nochmal Shielding. So, hopp. Dann hier. Ja, ja, Jagger. Warte mal. Wo waren jetzt hier... Ah, noch ein bisschen weiter nördlich waren noch mal zwei Räume. Das ist nicht Norden. Hier hatten wir den Schlüssel gehabt. So. Mithril-Schlüssel haben wir jetzt. Und you open door with a Mithril key. Ah, und hier haben wir das. Ah, die Szene kenne ich sogar. Das ist die aus meiner Endcard, die ich immer mache. Aber hier ist die komischerweise stumm. Warum auch immer. Hier kommt kein Ton. Ja, dann kann ich halt ein bisschen weiter quatschen. Ich frage mich jetzt wirklich, warum hier kein Ton ist.
Muss ich halt selber singen. Ja. Wir haben sie halt in stumm. Und jetzt? Was ist jetzt? Hat sie das Spiel jetzt aufgehängt? Jo, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Ja, dann werde ich das wohl rausschneiden müssen. Wir sehen uns gleich. So, da wären wir wieder und dann würde ich sagen, wir versuchen es jetzt noch einmal. Und ich hoffe, jetzt funktioniert's mit Ton. Nice. Dann haben wir jetzt das Ende. Dann haben wir es jetzt geschafft, das Spiel zu beenden. Ich hoffe, es hängt sich jetzt nicht wieder auf. Ah, okay, es geht weiter. Da haben wir den Kaiser, Uriel Septim. Thou art truly a child of the Empire. I thank thee for thy assistance. I have a particular idea as to the question of your service in mind. From this day forth, thou art named the Eternal Champion. From thy hand shall be dealt the needs of the Empire. I, Uriel Septim, true Emperor of Tamriel, to decree and thus make law. Arise, my champion, and take thy rightful place at my side. You have proven yourself a worthy champion of the Empire, and such service shall not easily be forgotten. Hang not your sword above the mantle, nor place your spellbook upon the shelves. Many such adventures still await your hand. This was but one chapter in the story of the Elder Scrolls. So, nice. Also haben wir jetzt das Game durch. Okay, wir sind jetzt ganz da oben. Da geht es immer noch zum Kaiserpalast, Imperial City. Aber wir haben jetzt das Game offiziell durch. Ich hatte jetzt erwartet, dass hier dort irgendwie noch die Mitwirkenden kommen, wer sie daran alles beteiligt war und so weiter, dass wir da noch quatschen. Aber das Game hat schon zu Teilen Spaß gemacht. Klar, es gab oft so Stellen, wo ich mir gedacht habe, so, oh nein, jetzt habe ich keine Lust drauf, so das wieder drauf gehen und so weiter. Oder wie das gerade mit den Lichts. Dann wollte ich einfach direkt schnell hinter mir bringen. So, ich wollte die nicht alle bekämpfen, weil so viele Heilungstränke hatten wir nicht. So starke Ausrüstung haben wir auch nicht gehabt. So, wusste nicht, wie viel wir an Heiltränken mitnehmen müssten. Aber, oh, wir haben aufgehört zu fliegen. Aber, trotzdem an sich, es war es mir wert, den ersten Teil der Elder Scrolls Saga mal gespielt zu haben, zu wissen, wie es ist und meine Erfahrungen damit tatsächlich auch mit euch zu teilen, weil es ist ab nächstes Jahr tatsächlich schon 30 Jahre alt, das Spiel. 30 Jahre gibt's Elder Scrolls Arena, den Vorgänger von Skyrim, den allerersten Teil von Skyrim. Und es hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ab der nächsten Folge, beziehungsweise ab morgen, beginnen wir die erste Folge von Elder Scrolls 2, Daggerfall.
und dann sehen wir uns dort. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.